Na komm schon! Worauf wartest du? Wenn du diese Hände jemals wieder benutzen möchtest, dann solltest du nicht berühren, was dir nicht gehört. Ultan. Du kennst mich also, aber ich kenne dich nicht. Und ich mag keine Fremden. Besonders keine Ungeladenen. Und wer du bist, ist vielleicht nicht so wichtig wie das, was du willst. Ich komme wegen des Schwarzen Hammers. Tatsächlich? Nun, du darfst es gerne erneut versuchen. Aber danach solltest du dich hier besser nicht mehr von mir erwischen lassen. Du bist es. Was soll das jetzt? Der Schwarze Hammer. Du bist es. Mach, was du willst, aber lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Der dort im Dreck ist weitaus der einfachere von uns beiden. Das ist seit Jahrtausenden nicht mehr passiert. Hm. 100 Jahre. Seit Abaddon von uns genommen wurde, habe ich für diesen Moment gebetet. Für deine Verbrechen solltest du in der Weißen Stadt gerichtet werden. Aber bis diese Welt vom Zerstörer befreit ist, bleiben uns ihre Tore verschlossen. Gerechtigkeit kann nicht warten. Ich verurteile dich hier und jetzt! Deine Gerechtigkeit kann warten, bis wir unseren kleinen Disput beendet haben, Mädchen. Man mischt sich nicht in Auseinandersetzungen ein, die einen nichts angehen. Na los, fliegt davon, Täubchen! Sonst rupfe ich euch! Blasphemie! Du bist es, der sich hier auf eine Seite schlägt, in einer Schlacht, die dich nichts angeht! Bitte! Erlaube mal! Das kommt dabei raus, wenn man berührt, was einem nicht gehört. Duck dich lieber! Du gehst nirgendwo hin, Reiter. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Abaddon wird gerecht werden. Könnte sein, dass du wirklich der bist, der du sagst. Die Täubchen schienen überzeugt zu sein, aber ich bin es nicht. Also noch einmal. Du kennst mich, aber ich kenne dich noch immer nicht. Die Höhle der Quälerin. Die Quälerin ist dahinter. Musste die Durchlässe versiegeln, um ihre Haustierchen von meinem Hof fernzuhalten. Die kleinen Bastarde kamen immer ohne Einladung, haben sich Dinge genommen, die ihnen nicht gehörten. Ich bin, wer ich zu sein vorgebe. Bringe diese Quälerin um. Vielleicht schaffst du es auch aus diesem Loch heraus. Das wäre Beweis genug. Dann, so verspreche ich, werden wir uns unterhalten. Und jetzt verschwinde von meinem Grundstück, bevor noch mehr Tauben kommen und meinen Hof besudeln.
Willkommen zurück, Reiter. Du hättest anklopfen können, aber ich schätze, das ist nicht deine Art, oder? Warum bist du hier? Dumme Frage, denn du bist der, der in mein Haus eingedrungen ist. Du warst nicht immer der schwarze Hammer. Du hast dich ins Exil zurückgezogen, ein Eremit zwischen Grabsteinen. Warum? Welche Rolle hast du bei all dem gespielt, Ultan? Reiter, ich habe etwas für dich. Ein gutes Stück Arbeit, aber ein bisschen zu niedlich für mich. Passt besser zu dir. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Alter. Vielleicht mag ich ja die Umgebung, na und? Du wolltest meine Hilfe und ich habe sie dir gewährt. Wenn du weiterhin so undankbar bist, werde ich irgendwann sauer. Sehe ich aus, als hätte ich Angst vor dem Tod, Junge? Es ist nicht der Tod, den du fürchten solltest. Hast du dich amüsiert? Krieg und der schwarze Hammer beim Taubenrupfen. Du siehst viele Dinge von deinem Gefängnis aus, Samael. Es gibt nur wenig, das du von mir verbergen kannst, Reiter. Wenn ich mich für etwas interessiere. Und was weißt du über Uriel? Ich dachte, die Reiter stünden über diesen irdischen Belangen. Sie glaubt, dass ich Abaddon getötet habe. Die Höllenwache hat ihren gefallenen Fürsten und Anführer verehrt. Und Uriel. Manche sagen, dass ihre Bewunderung nicht nur beruflicher Natur war. Sie macht vor nichts Halt, um den Verantwortlichen zu bestrafen. Ich habe gegen den Dämonen gekämpft, der Abaddon getötet hat, und er wird bestraft. Straga ist der stärkste der Auserwählten. Kein Zweifel, dass du ihm erneut begegnen wirst. Er bezieht seine Macht aus dem Turm und bleibt ihm daher nicht zu lange fern. Mit allem, was ich dich gelehrt habe, überlebst du vielleicht sogar die Wiedervereinigung. Wessen Herz willst du haben, Dämon? Der Stygian ist der König der alten Würmer, die nun im Ascheland eine Plage sind. Es wird nicht einfach. Die Würmer gedeihen gut auf solch fruchtbarem Boden. Fruchtbar? Fruchtbar durch den Tod, Verfall. Das ganze Land ist damit bedeckt. Die Asche der Toten. Aber du könntest Glück haben. Anscheinend haben ein paar irre Dämonen damit begonnen, die Würmer zum Vergnügen zu fangen. Und sie jagen auch andere Kreaturen. Die stärksten davon lassen sie in grausamen Arenen kämpfen. Die Dämonen wollen den Stygian zähmen. Und sie wissen nicht einmal, dass in diesem Monstrum das Herz eines der Auserwählten schlägt. Wie weichen die Dämonen den Aschewürmern aus? Kennst du die Chronosphären? Ein Geschenk der Alten. Es heißt, dass man die Zeit selbst bändigt, wenn man eine Chronosphäre bändigt. Man kann dann die Zeit anhalten und sogar vor- und zurückbewegen. In der Tat. Von den alten Meistern existiert keiner mehr. Aber die Dämonen haben gelernt, mit den Chronosphären umzugehen. Bis zu einem gewissen Grad. Ich gewähre dir ein Grundwissen über die Chronosphäre. Es ist nicht viel, aber vielleicht reicht es, um den Würmern auszuweichen. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Was ist in diesem Leben schon sicher, Reiter? Abgesehen von unserem Wort, natürlich. Come on.
Du enttäuscht mich, Reiter. Du siehst von hier oben ziemlich klein aus. Du kannst mir in die Augen sehen, wenn ich dich töte. Mal sehen, wie weit du kommst, Reiter. Mit nur zwei Beinen, die dich tragen. Was zum Teufel machst du? Das Ding hat den Verstand verloren. Töte es! Das reicht, sage ich. Erledige den Gaul! Ruin. Ich kämpfe nicht gegen dich. Du Narr! Ich befehle dir diesen Klepper zu! Und wenn nicht, bringst du mich dann um? Darauf lasse ich es ankommen. Seid ihr nicht gut unterhalten? Noch. Nur ein einziges. Und dann, Krieg, bekommst du deinen Thron. Silithas mit Netzen durchsetzte Höhle ist weit hinter einer großen Spalte im Ascheland. Ruin muss noch viel seiner Kraft zurückgewinnen. Aber er wird die Strecke schaffen. Und was Silitha betrifft, reite einfach dorthin und sie wird dich finden. Die Brutmutter ist eine Sammlerin. Die meisten, die ihr Reich betreten, werden von ihr an ihre Jungen verfüttert. Und jene, an denen sie interessiert ist, das sind die Unglücklichen. Diese bewahrt sie lebendig auf und sie können lange leben. Lange genug, um ihr Dinge zu erzählen. Man könnte sagen, sie sammelt Geschichten. Informationen. Welche Geschichten wird sie mir über dich erzählen, Samael?
Vorsicht, sonst wirst du ein tragisches Ende nehmen. Manchmal stirbt ein Held letztendlich doch. Aber Reiter, ich mag Geschichten mit gutem Ausgang. Und jetzt bring mir das letzte Herz. Also mit deiner Gegenwart, Reiter. Es gibt so viele Geschichten über dich. Du hast drei der Auserwählten getötet, ihre Herzen genommen. Beunruhigend. Bist du deshalb gekommen, um die letzte Turmwächterin zu erschlagen, um mein Herz zu holen? Hat Samael dir erzählt, warum wir sein schmutziges Blut in uns haben? Warum diese verfluchte Macht in unseren Herzen schlägt? Es ist nicht der Turm, den die Auserwählten beschützen, Reiter. Unsere Aufgabe ist es, Samaels Rückkehr um jeden Preis zu verhindern. Du kannst mich töten und mit meinem Herzen zu Samael zurückkehren. Aber er ist eine viel größere Bedrohung als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht überlebst, um deinen Teil des Geschäfts zu erfüllen. Gib es mir. Du hast mich über die Auserwählten belogen. Sie haben niemals den Turm bewacht. Wen kümmert das? Unser Abkommen drehte sich nicht um historische Geschichte. Ich habe dir den Turm versprochen. Und du wirst ihn bekommen. Die Vergnügen bereitet, mir zu verweigern, was mir rechtmäßig gehört. Da meine Kräfte nun wiederhergestellt sind, bin ich fast wie ein Gott. Ich könnte das Mark aus deinen Knochen saugen, ehe du es merkst. Ich könnte. Aber auch ich habe einen Kodex, an den ich mich halte. Abgesehen davon kannst du über das Gleichgewicht und ein lächerliches Gesetz sagen, was du willst. Ich erkenne einen Rachefeldzug, wenn ich ihn sehe. Und Rache kann ich respektieren. Und was die Details meines Rückzuges betrifft... Nun, mir gefällt die Gesellschaft nicht, mit der sich mein Herr abgibt. Warum hast du den Zerstörer herausgefordert, Samael? Bring deine Reise zu Ende, Reiter. Dann wirst du verstehen, schon bald. Du vertraust ihm? Wer weiß, wohin uns dieses Portal bringen wird? Wir werden uns wiedersehen.
Azrael. Himmel, hilf mir. Das siebte Siegel, es wurde nicht gebrochen. Was hast du dann von mir zu befürchten, Todesengel? Wenn du nicht vorhast, mich zu töten, dann hilfst du mir vielleicht. Du hast mir für beides keinen Anlass gegeben. Hör mir zu. Das Tor muss geschlossen werden. Der Tor muss von dem Quell abgeschnitten werden. Es ist der Quell, aus dem der Zerstörer seine Macht bezieht. Der Quell der Seelen. Millionen von Seelen, ja, versklavt. Böse, eine korrupte Macht, die die Armeen des Zerstörers nährt. Du bist ein Diener der Unterwelt. Bewacher des Quells. Nicht eine einzige Seele fließt ohne dein Wissen zurück in diese Welt. Es sei denn, Torhüter, dass du den Weg geöffnet hast. Der Zerstörer hatte die mächtigsten seiner Auserwählten gegen mich entsandt. Mir ging es nicht besser als dir, Reiter, gegen Straga. Straga, wirst du mich zu ihm bringen? Darauf hast du mein Wort. Dann sag mir, was ich tun muss. Todesengel. Das Universum ist krank, Reiter. Der feurige Rat weigert sich, das zuzugeben. Aber jene, die genau hinschauen, sehen das. Wir mussten etwas tun. Ein offener Angriff auf das Dunkle Reich würde bedeuten, den Pakt zu brechen. Was du vorschlägst, ist Wahnsinn! Azrael, das Böse verfinstert jeden Winkel der Schöpfung. Und der Himmel wartet? Der Rat bindet uns die Hände. Wer ihn in Frage stellt, zweifelt am Schöpfer. Meinst du wirklich, du weißt es besser? Ja, alter Freund. Weiß ich. Wenn die Siegel gebrochen sind, wird die Hölle ihre Auserwählten schicken, um den Krieg zu erklären. Ihre Anführer werden sich an einem Ort versammeln und dort werden wir der Bestie den Kopf abschlagen. Die Höllenwache steht bereit. Aber das Brechen der Siegel wird den Endkrieg auslösen. Das Reich der Menschheit ist noch nicht stark genug. Die Erde wird vernichtet werden. Nein, es wird keinen Krieg geben, Azrael. Wir werden die Dunklen zerschlagen, bevor er beginnen kann. Der Pakt ist ein heiliges Abkommen. Selbst wenn wir siegen, werden wir uns dem Zorn des Rates aussetzen. Sie werden ankommen und die Siegel intakt vorfinden. Und es wird unser Wort, das Wort des Himmels, gegen das des Prinzen der Lüge stehen. Verstehst du jetzt? Die Siegel werden neu gegossen. Alle werden glauben, dass die Legionen der Hölle angegriffen haben und durch uns der Gerechtigkeit zugeführt wurden. Zum Ruhme des Lichtes wirst du es tun. O Azrael, du alter Narr. Wir haben alle bis auf eines gebrochen. Abaddon befahl, dass das letzte Siegel nicht beschädigt werden darf. Er hat es persönlich verteidigt. Bist du sicher? Ohne Frage. Wir haben es gewagt, die Reiter nicht mit einzubeziehen. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass wir es müssten, bis es zu spät war. Und doch muss ich jetzt den Preis für euren Betrug zahlen. Verrat! Krieg! Finde heraus, wer daran beteiligt ist. Lass sie bezahlen. Fang mit diesem an. Nein. Na, du verweigerst dich dem Willen des Rates? Du hast die Beichte des Engels gehört. Mein Dienst für den Rat ist beendet. Wir haben dich geschaffen. Du gehörst uns. Du bist nicht fertig, bis du den Zerstörer gefunden und erledigt hast. Gleichgewicht, weißt du noch? Steh auf! Azrael lebt, bis er nicht mehr von Nutzen ist. Danach wirst du deine Pflicht erfüllen. Sieht so aus, als hättest du deinen Zweck erfüllt, Azrael.
Und wie willst du den Turm verlassen, nachdem Straga erledigt ist? Straga und der Turm sind eins. Selbst wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, wirst du ohne mich gefangen sein. Wir brauchen ihn. Bete, dass der Reiter nicht lebendig zurückkehrt. Wie gesagt, Straga und der Turm sind eins. Wollen wir mal sehen, wie nützlich ich sein kann. In den Quell! Schnell! Er kam nach seinem Tod zu mir. Abaddon. Lebendig. Und ich wollte so sehr glauben. Ich war solch ein Narr. Azrael, du hast Abaddon gesehen, nachdem er gefallen war? Gesehen? Ich habe ihn hierher gebracht, nach Eden. Willst du mich betrügen, Azrael? Eden existiert nicht! Nicht mehr! Ignoranter Kobold! Ich war Zeuge, als die Ersten verstoßen wurden und der Garten verfiel. Ich konnte das erste Geschenk des Himmels und seine größte Waffe nicht einfach vergehen lassen oder schlimmer noch der Dunkelheit überlassen. Ich habe es versteckt. Der Baum der Erkenntnis. Dann war Abaddon also dort. Du musst dich nun seiner Gaben bedienen. Wenn es einen Weg gibt, den Zerstörer aufzuhalten, dann wird der Baum ihn dir zeigen. Ich habe es nie gewagt, ihn selbst zu benutzen. Wenn ich es getan hätte, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Und Abaddon, was ist mit seiner Gabe? Das weiß ich nicht. Jeder, der zum Baum kommt, erhält eine andere Gabe. Manche bekommen gar nichts, andere werden von Visionen in den Wahnsinn getrieben oder einfach vernichtet. Nein, das kann ich nicht sagen. Komm.